Hey Freunde, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ja, in der letzten Folge sind wir endlich an dem Tresor-Kopf vorbeigekommen. Und hier ballert schon wieder einer mit so einem komischen Harpunengewehr um sich. Und ihr seht es schon, wir müssen hier dran vorbei. Da bin ich auch schon dabei, das zu tun. Ey, Schleichhölzer. Ich glaube, das hält nicht lange stand hier. Da ist ein Bolzen, den will ich haben. Nimm mit. Aha! Ein Bolzen mehr für unsere Sammlung. Ja, hier einmal kurz verstecken. Man soll ja auch nichts überstürzen, ne? Da hängt nichts dran. Und Abmarsch! Oh, das hätten wir geschafft. So. Oh. Wo geht's denn jetzt hier lang? Dann muss man sich wieder irgendwo durchquetschen. Dann machen wir das mal. Quetschen wir uns da durch. Ich habe irgendwie immer... Ja, nicht Angst, aber irgendwie denke ich mir immer... Was wäre, wenn das jetzt gleich hier alles zusammenkracht? Ist ja doch nicht stabil, sieht das hier ja nicht aus. Da kann man scheinbar hoch machen. Oh, ein Audiolog. Guckt auch niemand zu? Dann hören wir uns das jetzt an. Aberrant brainwave patterns observed in subjects number 25 and 33 and now again in 55. The one common factor is a case history of dissociative identity disorder. Previous experiments on the prefrontal cortex led to degradation of sense of self. But there were unanticipated results here. Suicidal thoughts of alternate personalities exhibited as attacks on the core personality. As self-consciousness waned, a sort of stasis was achieved. Like two creatures sewn together and forced to live as one, eternally hating the other. Der Typ, der hat echt einen merkwürdigen Fetisch. Weil das können wir hier scheinbar hochkurbeln. Kann man das benutzen? Ja. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal um und da sehen wir auch schon wieder Munition. Kann er hier kaputt krachen? Sieht nicht so aus. Mami. Oh, Sebastian, mach schnell. Was sind das für kleine Drecksviecher? Hilfe, die Körperfresser kommen. Boah. Yeah, cool. Matsch. Hey, komm her, Matsch. Hehehe. Matsch. Man kann die einfach rumbringen, indem man über die drüber latscht. Matsch. Na, du kommst auch nicht weg. Oh mein Gott. Dämonische Krabbelbabys. Wer weiß, vielleicht lassen die ja irgendwie was liegen. Matsch. Und noch eins. Quatsch. Eklig. Oh, nett. Da lag da wieder ein Bolzen rum. Oh, da kommen wir nicht mehr ran.
Aua! Okay, unter Wasser sind die... Oder im Wasser sind die da doch ein wenig gefährlich. Ja, toll. Realistisch. Also so tief unter Wasser fliegt die Kugel dann eigentlich schon. Ja, bevor sie... Wir kommen aber trotzdem dran vorbei. Ich hoffe mal, die wachsen im Wasser nicht. Gehen wir hier runter? Nee. Kann sich im Wasser nicht ducken. Oh, ich ahne schon, dass das hier gleich irgendwie zusammentracht. Okay. Matsch, matsch, matsch. Die springen auch noch, die Viecher. So. Die können nicht mehr groß werden. Da ist wieder... Ja, klar, der hat uns selbstverständlich gesehen. Also die dämliche Lampe auszumachen und zu schleichen, das scheint irgendwie... Ich habe schon mehrfach gesagt, meiner Meinung nach, gar nichts zu kriegen. Aha, blenden kann man die also auch nicht. Soll das etwa heißen, die sind eigentlich blind? Ah, da ist ein großer bei. Lass los, lass los, lass los. Frage ich mich, wieso kann man den nicht abfackeln? Weil er im Wasser krebst. Wahrscheinlich. Ah ja, lassen wir ihn mal krebsen. Dafür wollen wir jetzt nicht unsere noch uns noch gebliebene Munition vergeuden. Darum quetschen wir uns hier durch. Wir erreichen den nächsten Kontrollpunkt. Okay, schon durchgeladen. Ah, wenigstens haben wir noch eine Spritze aufsammeln können. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wenn jemand von euch das hier parallel auch noch spielt und dem Weg des Schleichens folgt, bringt das überhaupt was oder bin ich da einfach nur zu blöde für oder schleiche ich falsch? Würde mich mal interessieren. Aus meiner Sicht bringt das überhaupt nichts, weil man ja doch bemerkt wird. Oder ich bin einfach zu blöd dafür. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, kommen wir da eigentlich hoch irgendwie? Nicht so aus, oder? Nö. Ich beschließe einfach, dass es nicht geht. Da liegt eine Notiz zu unseren Füßen. Zu diesem einladend aussehenden Gang. Notiz aus Höhle. Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören, aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe,
könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50 zu 50 und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen. Ja, scheinbar hat das aber nicht geschafft. Ist da irgendwo eine Platte? Da ist eine Platte. Wir hatten gerade einen Kontrollpunkt. Das heißt, ich versuche jetzt einfach mal hier durchzuschlüpfen. Es zuckt noch! Oh mein Gott, es zuckt noch! Okay. Jetzt kann man die... Kann man die Platte jetzt untersuchen oder... Ach, die kann man nehmen. Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Die ist doch bestimmt für die Tür hier. Bitte. Gut, jetzt ist die Frage, wie rum? Das Blut klebt an der Tür, das heißt, er hat wahrscheinlich versucht, die so rum reinzusetzen. Also probieren wir mal die saubere Seite. Hoffentlich ist es richtig. Nichts passiert. Ja, das war auch viel zu offensichtlich. War wieder ein typischer Fall von Captain Obvious Rescues the Day. So. 8700 Glibber haben wir schon. Ja, dann können wir ja bald unsere Gesundheit auffrischen, oder? Okay, das kennen wir ja schon. Das ist schon mal passiert. Dieses komische Wabern. Way. What the holy fuck? Da ist ein Kartenfragment Nummer 14. Ja, hoffentlich kommen nicht wieder diese unsichtbaren Viecher. Das sieht nämlich wieder so strange hier aus. Weg. Immer schön an den Seiten gucken, ob da vielleicht doch was liegt. Doc. Doc, what the hell is going on? There's no time. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. We were working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Sharing everything on an electrochemical level. Emotion, memory, perception, everything. Directly. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. Well, I didn't say it was perfect. Especially not with such a...
unstable host. Great. So your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. Not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but I'd say he wants us dead. Okay. Doktor? So hundertprozentig erschließt sich mir das jetzt nicht, aber wahrscheinlich. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das, wo wir uns befinden, quasi eine von dem Wirten, also Ruvik. Das konnte man ja eigentlich deutlich herauskristallisieren, dass er damit gemeint war. Dass diese Welt seinem Geiste entspringt. Ja, und der uns alle umbringen will. Das ist natürlich sehr heiternd. Wenn ich falsch liegen sollte, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Also mich würde das sehr interessieren, weil anders erschließe ich mir das jetzt gerade nicht. Da haben wir wieder das kleine schwarze Tagebuch von Sebastian Castellanos. 16. Juni 2009. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Mira, Gott beschütze sie. Mira, Gott beschütze sie, hat drei harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und es bekommt sie endlich. Und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD und das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Mira wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Ja, also ich finde das echt klasse, dass man dann noch Hintergrundinformationen zu Sebastians Alltagsleben bekommt. Richtig klasse. Das ist etwas, was in vielen Horrorspielen einfach fehlt. Auch wenn das jetzt hier nicht also mehr Ekelhorror ist als wirklich Grusel. Aber das fehlt einfach in den meisten Horrorspielen, dass man zu den Protagonisten noch irgendwas erfährt. Ich finde das richtig klasse. Und das sieht schon wieder hier mega verdächtig aus. Eine Flasche. Okay, nehmen wir die Flasche doch mal mit. Was zum Teufel ist das wieder für ein Gerät? Hilfe, 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 Hilfe. Heilige. Bei den Göttern, Hilfe. Eieieiei. Ja, wie ist denn der da hingekommen? Kapitel 8 überlebt. Das sind die kleinen Biester, ja. Ja, Freunde. Boah, da ging ja wieder ordentlich was ab. Wir haben ein bisschen mehr zu den Experimenten erfahren, die da abgegangen sind. Und wir sind wieder in der Zuflucht angekommen und scheinbar ist Ruvik auch da. Ach, wie der da wohl hingekommen ist. Naja, aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao.